Wenn der Test, der PCR-Test, positiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann tatsächlich in Wirklichkeit gesund ist. Die Wahrscheinlichkeit ist gleich gering, null. Ne? Ist ja. gleich, ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, im Vergleich zu vielen anderen Tests, ist gleich null. Das heißt, wenn die Frau positiv gewesen ist, war sie infiziert. Es ist absolut sicher, dass PCR-Tests, wenn sie positiv sind, nichts, aber auch gar nichts über eine Infektion aussagen. Also wenn der Test positiv ist, dann habe ich das Virus, so simpel ist es. Wenn also jemand positiv getestet wird, dann kann das alles Mögliche bedeuten. Nur eins bedeutet es nicht, nämlich eine Infektion. Und die falsch positiven, weil das ja oft vorgetragen wird, der Test ist so gut, der wird so präzise gemacht, in der Regel mit zwei Tests in den Labors gemacht. Und wir machen das in Deutschland besonders gründlich. Es gibt keine große Zahl von Menschen, die in Wirklichkeit gar nicht positiv sind, gar nicht das Virus haben, wo der Test positiv ist. Aber auf die Frage, wie hoch ist die Fehlerquote, muss man gar nicht gucken, sobald man weiß, dass er nicht dazu geeignet ist und nicht dafür vorgesehen ist, Infektionen festzustellen. Auf den meisten Beipackzetteln ist das auch so vermerkt, nicht für diagnostische Zwecke zugelassen oder in den USA und Kanada nicht licensed for diagnostic purposes. Sie dürfen es also gar nicht. Aber jemand ist eben losgezogen, Herr Drosten, Herr Wieler und auch Herr Tedros von der WHO und haben das Gegenteil behauptet. Und das war die Grundlage dafür, dass diese ganzen Maßnahmen, insbesondere der Lockdown, alles andere auch, Masken und so weiter, ergriffen wurden. Woher kommen die Zahlen, die wir jeden Tag im Fernsehen, im Hörfunk und auf den diversen Webseiten lesen und hören? Das sind die Ergebnisse der PCR-Tests. Das ist ja unglaublich. Letzte Woche über 1 Million Teste an gesunden, also überhaupt nicht kranken Menschen durchgeführt. In dem Moment, in dem eine Epidemie zu Ende ist, muss man aufhören mit einem Labortest. Denn dieser Labortest ist übrigens nie validiert. Also es ist nie wirklich getestet, es ist nicht zugelassen für die Diagnostik.